Jetzt war so das Thema nach dem Düsseldorf-Spiel, dass ihr die ersten 30 Minuten den Start in die Spiele irgendwie besser hinkriegen müsst. Konzentration, Aggressivität waren so Themen. Wie sah das in der Woche jetzt aus? Wie habt ihr daran gearbeitet? Ja, also es war natürlich schon auffällig, dass jetzt in einigen Spielen der Saison wir am Anfang die Gegentore bekommen haben. Wir haben uns aber die Szenen auch nochmal natürlich genau angeguckt und das hatte jetzt relativ wenig mit Konzentration zu tun, sondern es war halt wirklich, wenn man jetzt zum Beispiel das Düsseldorf-Spiel sieht, wir waren eigentlich von Anfang an da, aber es war dann auch ein bisschen unglücklich, wie die Tore gefallen sind. Insgesamt muss man natürlich sagen, da haben wir schon darauf geachtet, dass wir sagen, okay, am Anfang vielleicht ja, nicht ganz vorne drauf schieben, sodass hinten die Räume einfach nicht so groß sind. Und das wird, davon gehe ich mal aus, am Sonntag dann auch nicht passieren. Was ist denn von den Braunschweigern Sonntag zu erwarten? Ja, sie sind sicherlich eine Mannschaft, die sehr kompakt stehen und dann auf Konter auch spielen mit ihren schnellen Außenstürmern, mit Hernandez oder Kilifi, der jetzt aber fehlen wird im Spiel, dass sie einfach ein super Umschaltspiel haben, dass wir darauf gefasst sein müssen, dass wir immer wieder nach Ballverlusten schnell umschalten. Und das ist sicherlich ihr größtes Mittel auch, das wir zu bekämpfen haben.